riesen Read-Step abbekommt, ein neues Herrchen. Der Dieter bekommt ihn jetzt. Und jetzt nochmal so als Kurzerklärung, wie gesagt, hier den Read-Switch, den habe ich gewechselt durch einen, der ein bisschen feiner schwingt. Das heißt, die Pulse sind immer ganz so hart. Ich lege dir aber so einen originalen, wie ich ihn zuerst gebaut habe, trotzdem noch bei. Und dann habe ich hier noch einen Schalter rangebaut. Der Schalter hier, der schaltet diesen Akkupack hinzu oder weg. Ja, also wenn er jetzt auf eingeschalten ist, ist der Akkupack praktisch im System mit drin. Und wenn du hier ausschaltest, kannst du hier an die Kroko-Klemmen, die da und da hier drüben sind, deinen extra Akkupack rannehmen. Ja, dann kannst du dann mit deinem Akkupack, den du dann refreshen willst, den Read-Step abbetreiben und der hier ist dann komplett aus dem Spiel raus. Ja, aber jetzt zum Demonstrieren lassen wir den einfach mal angeschalten. Ja, Solarpanel hängt dann auch nonstop mit drin. Und hier drüben ist dann der normale An- und Ausschalter. So. Siehst, die 12 Volt LED-Leiste habe ich jetzt mit der Lampe in Reihe geschalten. Ja, deshalb sind die jetzt auch nochmal so ganz so hell. Der Read-Switch hält dadurch aber sehr viel länger. Und man muss mit dem Magneten dann hier auch viel näher ran. Ja, also die Einstellung vom Magnet her. Mal sehen, wie das dann beim Transport ist. Der wird bestimmt runterfallen und muss mal ausprobieren, wie rum es dann geht. Ne? Nur eine Seite funktioniert. Ja, gut, ich denke mal, du wirst damit zurechtkommen. Ne? Viel Spaß dabei. Ah ja, habe ich noch vergessen zu erwähnen. Den und den niemals zusammenkommen lassen. Ne? Dann schaltest du dir deinen Batteriepack hier kurz. Und die Kabel werden dann ziemlich warm und so ganz so gut für den Batteriepack ist das auch nicht. Ne? Also immer schön darauf achten, dass die und die Klemme schön weit voneinander weg sind. Ne? Gut, das war's.